Wir gehen prinzipiell davon aus, dass ein Großteil des europäischen Bankensystems de facto eigentlich pleite ist. Die aktuelle Staatsverschuldung Amerikas kann ja problemlos mithalten mit den, sagen wir, Problemländern, die wir hier auch in Europa haben. Wir gehen davon aus, dass die Währungsunion in der einen oder anderen Form zerbrechen wird. Die aktuelle Situation, speziell am amerikanischen Aktienmarkt, der ja immer noch die Weltleitbörse ist, hat wirklich eine Ausnahmesituation erreicht. Wir befinden uns hier nach den Modellen, die wir verwenden und die in der Vergangenheit wirklich erfreuliche Ergebnisse geliefert haben, inzwischen tatsächlich an einem Punkt, der nur noch mit sehr wenigen Vorgängern verglichen werden kann, die da sind 1972, 1987, 99, 2000 und 2007. Und das sind genau die 4 Jahre, mit denen der Beginn der 4 größten oder spektakulärsten Abwärtsbewegungen an den Aktienmärkten einhergegangen sind. Und allein aus diesem historisch begründeten und theoretisch natürlich auch durchdachten Konzept heraus gehen wir davon aus, dass die aktuelle Gefahrensituation an den Aktienmärkten extrem hoch ist. Anders gesprochen, wir rechnen damit, dass die nächste zyklische Bässe vermutlich bald beginnen wird, und wir möchten schon darauf hinweisen, dass sich in dieser Konstellation niemand beschweren dürfte, wenn sich die Kurse von hier aus gesehen auch wieder halbieren sollten. Speziell bezogen auf die Euro-Krise, wie sie hier genannt wird, die ja eigentlich eine Staatsschuldenkrise ist, gehen wir fest davon aus, dass dieser von Anfang an eigentlich zum Scheitern verurteilte Euro aufgrund seiner fehlerhaften Konstruktion den nächsten zyklischen Abschwung nicht überleben wird. Wir gehen davon aus, dass die Währungsunion in der einen oder anderen Form zerbrechen wird. Im größeren Bild betrachten wir das allerdings auch wiederum nur als einen Teilaspekt einer übergeordneten Krise des Weltwährungssystems, in dessen Mittelpunkt oder dessen Anker natürlich der US-Dollar ist. Und es ist ja nun nicht so, dass die europäische Staatsschuldenkrise ein rein auf Europa beschränktes Problem ist, sondern es ist ein nahezu weltweites Problem, das insbesondere auch die beiden ganz großen Wirtschaftsnationen Japan und vor allem auch die USA betrifft. Und die aktuelle Staatsverschuldung Amerikas kann ja problemlos mithalten mit den, sagen wir, Problemländern, die wir hier auch in Europa haben, sodass wir davon ausgehen, dass sich auch in Amerika früher oder später eine Staatsschuldenkrise abspielen wird. Wenn der Euro hier auseinanderbricht, dann wird das selbstverständlich drastische Folgen haben, insbesondere natürlich für diejenigen, die leichtfertig den überschuldeten europäischen Ländern diese Kredite zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, dort wird es massive Verluste hageln. Warum? Es wird ja nur auf die Weise funktionieren können, dass drastische Schuldenschnitte kommen, entweder direkte drastische Schuldenschnitte oder Schuldenschnitte, die dann über die neu einzuführenden Währungen, über die klassische Abwertung stattfinden müssen. Und das wird die Bankenlandschaft, aber vermutlich auch die Versicherer schon noch einmal sehr, sehr kräftig durchschütteln. Und wir gehen prinzipiell davon aus, dass ein Großteil des europäischen Bankensystems de facto eigentlich pleite ist und dass vermutlich dann, wenn der Euro zerbricht, über groß angelegte Bankenverstaatlichungen das in den Brunnen gefallene Kind dann irgendwie wieder herausgeholt werden soll. Ja, der Begriff finanzielle Repression, der in Amerika geprägt wurde für das, was die Zentralbanken hier politisch den Menschen zumuten, der trifft die Sache eigentlich schon im Kern sehr gut. Ja, denn es gibt
viele Unterdrückte. Das sind leider insbesondere die, die sich halbwegs seriös benommen haben. Das sind genau die Sparer, die eigentlich das Richtige tun, die für das Richtige tun nicht mehr angemessen ökonomisch entlohnt werden, sondern die bestraft werden, die negative Zinssätze, reale Kaufkraftverluste gewissermaßen politisch verordnet und verschrieben bekommen. Das ist ganz offensichtlich geplant, das ist gewollt, das ist ganz bewusste, absichtlich durchgeführte Politik. Wir gehen aber weiterhin davon aus, dass sich Marktkräfte nicht dauerhaft, nicht bis in alle Ewigkeit aushebeln lassen durch diese planwirtschaftlichen Marktmanipulationen. Denn wenn man es wirklich kritisch betrachtet, dann haben wir hier ja nichts anderes als eine große planwirtschaftliche Behörde, Bürokraten, die über geldpolitische Instrumente zunehmend auch Fiskalpolitik betreiben. Und dass das nicht funktionieren kann und dass mit der Gelddruckmaschine keine Probleme dauerhaft gelöst werden, sondern ganz im Gegenteil Probleme geschaffen werden, das beweist nicht nur die Finanzmarktgeschichte immer wieder durch alle überlieferten Episoden sehr eindringlich, sondern dafür gibt es nun auch klare und überzeugende theoretische Argumente.